den deutschen Octagon-Veteran Michael Degaschek aus München in der Ecke von seinem Kollegen Thiago Silva. Und jetzt können wir loslegen mit diesem Leichtgewichtsduell. Kämpfen müssen für solche Arenen und war es immer der Underdog. Jetzt sind die deutschen Jungs die Lieblinge und ich feiere das Ganze. Dischka von Anfang an super, super fix, hintiert viel, muss hier erstmal seinen Rhythmus finden. Aber er hat im Vorfeld zu diesem Kampf sehr viel mit seinem Boxtrainer an seinem Striking gearbeitet und die Skills weiter verfeinert. Ja, ist natürlich ein tricky Matchup für Dischka. Eben. Ringer, der gerne die Kämpfe auf den Boden bringt, aber ja, gegen so einen starken Mann wie Silva. Yes. Willst du da auf den Boden? Oh, wir sehen schon, Silva hat hier die Back Control mit der Body Triangle. Jetzt muss schon mal brenzlig, ja. Jetzt muss Dirschka aufpassen. Beide Kämpfer sind noch komplett trocken, das heißt, da rutscht noch nicht viel. Und Silva hat jetzt hier natürlich eine gute Position, um einen Rear Naked Choke, also einen Würger von hinten anzusetzen. Und die Coaches in Dirschkas Ecke rufen, er soll sich nach rechts rübergehen, um diesen Griff eben Step by Step aufzulösen. Du hast es gerade angesprochen, Silva hat die Body Triangle, das bedeutet, er hat seine Beine um den Körper von Dirschka herum eingerastet. Da ist es schwierig zu entkommen. Wie schafft man das? Ja, es gibt zwei Wege. Zum einen wäre es ein guter Weg, sich Richtung der Seite, wo der Verschluss ist, also dort, wo der Fuß unter dem Bein durchgeht, rüberzulegen und Druck auf den Fuß zu bringen. Dadurch wird es deutlich unangenehmer. Der zweite technischere Weg wäre, mit dem Bein drunter durchzufädeln und so dieses rechte Bein von Silva, das jetzt gerade unter dem Oberschenkel von Dirschka klemmt, rauszufriemeln. Aber während du geschlagen wirst, oben verteidigst, dass er dich nicht wirkt, extrem stressig, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Und Dirschka ist auch jemand, der kann zwar viele Schläge einstecken, der gibt niemals auf, aber sein Gesicht ist anfällig dafür, schnell anzuschwellen bzw. schnell Cut-Verletzungen zu bekommen. Und dann sind selbst diese kurzen Schwinger oder diese kurzen Schläge, die nicht wirklich einen Impact aufs Gehirn haben, mit dem man niemanden K.O. kriegt, tragen einfach dazu bei, das Gesicht weiter zu demolieren, was ihm im weiteren Kampfverlauf ordentlich zusetzen könnte. Schöne kurze Ellbogen auf den Oberschenkel von Silva. Hat mir ganz gut gefallen. Ist eigentlich auch ein guter Weg, um diese Body Triangle zumindest etwas mürbe zu machen. Muss jetzt aber aufpassen. Der eine Arm ist schon nahe am Hals. Ja. Die andere Hand schlägt noch, kann aber ganz schnell da oben über die Schulter durchrutschen, um dann eben den Choke zuzumachen. Jetzt hat er wieder seinen Kopf aus der Gefahrenzone rausgebracht. Muss aber weiter hier Schläge einstecken. Hervorragende Backcontrol von dem Brasilianer. Und jeder, der diesen Sport etwas länger verfolgt, der weiß, dass mit Jiu-Jitsu-Schwarzgurten aus Brasilien am Boden nicht gut Kirschen essen ist. Ja, also für Silva ein Start nach Maß. Genauso hat er sich das wahrscheinlich vorgestellt. Auf der anderen Seite, es ist gar nicht so angenehm für die Beine, wenn sie 5 Minuten lang in genau dieser einen Position gehalten werden müssen. Das ist ähnlich, wie wenn man einen Bizeps-Curl macht und die Position einfach für 5 Minuten irgendwo in der Mitte anhält. Das ist eine statische Position und da kommt dann irgendwann der Muskel auch an seine Grenzen. Das heißt, die Muskeln übersäuern, dann wird es irgendwann schwierig, wenn man vor allem wieder in den Stand kommt, richtig? Genau, das heißt, wenn Silva jetzt irgendwann die Position lösen muss, sei es das runde Ende oder weil Dirschka rauskommt, dann werden seine Beine sich wahrscheinlich kurzzeitig wie Gummi anfühlen. Und wir sehen hier die Schachfigur, die Dame, das Tattoo auf Dirschkas Flanke, denn er sagt, die Dame schlägt alles. Und der MMA-Sport, insbesondere der Bodenkampf, wird nicht umsonst als menschliches Schach bezeichnet. Denn hier muss man seinem Gegner immer 2 Züge voraus sein, um hier langfristig bestehen zu können. Jetzt haben wir hier noch 40 Sekunden und Dirschka arbeitet sich raus. Er versucht, sich hier rauszudrehen durch diesen Stiff-Arm-Escape. Also er versucht, den Arm lang zu machen. Dirschka lächelt nur, schüttelt den Kopf, sagt, nein, nein, alles kein Problem. Der ist immer noch ganz entspannt hier und guckt in das Gesicht von seinem Gegner rüber. Vielleicht auch, weil er eben weiß,
dass der langsam schon gut ausgepowert sein dürfte. Oh! Armhebel. Und der Arm ist lang, noch 10 Sekunden. Das wird richtig knackig. Dirschka da rauszukommen. Wow, das wird ein richtig enges Ding. Noch 2 Sekunden. Nervenkitzel pur. Und Konrad Dirschka. Keine Submission. Dirschkas Coach hat ihm in der Rundenpause gesagt, keine Kicks mehr, die bringen nichts. Damit hat der Gegner den Takedown geholt. Und auch jetzt wird er angehalten, weiterhin zu boxen. Er soll seine Stärken hier ausspielen. Lange Kombos schlagen. Er hat zumindest im Augenmaß nach die längere Reichweite mit den Armen. Und er ist immer noch frisch, er ist immer noch explosiv. Und seine Ecke sagt immer wieder, keine Kicks, weil auch wenn die Kicks natürlich eine gute Waffe sind, bist du immer anfällig, in dem Moment auf den Boden gebracht zu werden, weil du nur noch einen Fuß als Standbein hast. So ist es, da ist man natürlich in einem langen Faustschlag deutlich besser ausbalanciert. Dirschka bewegt sich viel um seinen Gegner rum, der möchte den richtigen Winkel finden, um seinen Gegner von der Seite anzugreifen, der weiß natürlich, dass Silva immer noch gefährlich ist, wenn man direkt vor ihm steht. Aber wenn man ihn eben ausmanövriert, den Angriff antäuscht, zur Seite geht und dann von der Seite angreift, hat man die Möglichkeit, seinen Gegner anzugreifen, ohne selber getroffen zu werden. Und da arbeitet sich Dirschka Step by Step rein. Er will diesen richtigen Angriffswinkel finden. Aber auch die Beinarbeit von Silva ist nicht zu verachten an der Stelle. Ja, Silva macht es gut. Er positioniert sich den Gegner. Er läuft nicht hinterher, sondern er schneidet ihm immer wieder den Weg ab. Das heißt, er muss sich eigentlich nur in der Mitte minimal drehen, während Dirschka diesen langen Weg außen gehen muss. Dirschka arbeitet jetzt gut mit der Führung. Gefällt mir gut. Schön fintiert. Also ich glaube, Dirschka tut gut daran, auch wenn er seit seinem 9. Lebensjahr ringt, sich hier von dem Bodenkampf gegen den Brasilianer fernzuhalten. Im Stand macht er eine gute Figur, hat aber auch noch nicht so ganz seinen Rhythmus gefunden. Hier weiter nochmal eine schöne Führhand. Ja, er hat eine längere Reichweite als sein Gegenüber. Das heißt, eben mit diesen langen, geraden Boxtechniken hat er bisher besser getroffen als sein Gegner. Und ist auch, wenn er das macht, weniger anfällig, auf den Boden genommen zu werden. Jetzt fällt auf, dass Dirschka das Tempo aufdreht. Die Intensität, wenn man in seine Augen guckt, ist deutlich angespannter. Während auf der anderen Seite Silva etwas wirkt, als würde er einen Gang zurückfahren, weil Dirschka besser in diesen Kampf findet. Harter Kick zum Körper hier von Silva. Ja, aber Silva wirkt noch recht abgeklärt. Er macht natürlich wenig im Moment, aber er stellt sich den Gegner immer wieder schön und wartet jetzt auf diesen perfekten Moment. Eben, da muss man aufpassen. Schöner Konter von Silva. Dass man diesen perfekten Moment nicht zu lange erwartet, der nie kommen wird. Aber wie gerade eben gesehen, schöner Konter von Silva. Dirschka macht das auch intelligent, dass er eben nicht nur zum Kopf schlägt, sondern auch die Schläge zum Körper mitnimmt. Denn wenn er seine Schläge zum Körper anbringt, geht er direkt danach intelligent raus und wird eben nicht von diesem Konter abgefangen. Da sehen wir es wieder. Er lässt in der Art und Weise, wie er sich dann wegbewegt, Silva keine Möglichkeit zum Kontern. Und das sind wichtige Punkte, die er hier in der zweiten Runde macht. Er findet immer weiter in seine Distanz, in seinen Rhythmus. Die zweite Runde sieht gut aus für Konrad Dirschka. Fintiert die Kicks und greift dann wieder mit den Fäusten an. Schöne Mike-Bewegung von Silva. Und Dirschka muss weitermachen, seinen Kopf so intelligent zu bewegen. Wenn man, selbst wenn es gegen einen Bodenkämpfer wie Silva ist, seinen Kopf zu sehr auf einer Stelle lässt, ist das ein leicht zu treffendes Ziel. Aber Dirschka ist extrem agil, bewegt seinen Kopf immer weg, super schwierig zu treffen. Das ist wie eine Fliege, die um einen rum surrt und die man nicht treffen kann. Und was schön zu sehen ist eben an Dirschka, ist, dass er die ganze Zeit rechts und links rauszirkelt. Er lässt sich nicht rückwärts gegen den Käfig stellen, um so eben einen einfachen Takedown herzugeben, sondern er bewegt sich immer seitlich. Genau das muss er machen, um
nicht gegen den Käfig gedrückt zu werden und eben Silva so möglichst wenig Chancen zu geben, diesen Takedown zu holen. Die letzten 10 Sekunden in der zweiten Runde. Wichtige Runde für Dirschka auf jeden Fall. Hier konnte er seine neu erlernten Skills aus den Boxen auspacken. Und dann here we go. Oh! Oh! Das Ding hat gesessen. Dirschka setzt nach. Die rechte hat getroffen. Aber Silva ist wieder bei Sinnen und versucht hier das Bein sich zu schnappen. Dirschka kann den Sack zumachen. Er hat ihn angeklingelt, aber Silva ist immer noch gefährlich. Er geht auf den Heel-Hook. Heel-Hook-Ansatz. Oh, 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 oh. Das sieht eng aus, aber solange Dirschka hier ihm den Rücken zudreht, hat er genug Spiel, um seine Kreuzbänder zu schützen. Und liebe Zuschauer, dieser Heel-Hook, dieser Fersendrehhebel, den merkt man leider erst, wenn es zu spät ist, wenn die Sehnen, Bänder und Gelenke schon den Geist aufgeben. Und jetzt, wenn Silva hier die Armbeuge an die Ferse bekommt, kann er das Ding Stück für Stück zumachen. Aber Dirschka staucht seinen Gegner und hat vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit, da rauszukommen. Der Hilo wow. ist aufgelöst, das heißt, kein gedrehter Hebel ist mehr da. Wow! Und so für Dirschka. Dirschka hat jetzt aus der Oberlage die Chance, hier mit Ground and Pound den Sack zuzumachen. Beide kommen wieder in den Stand. Silva ist immer noch lediert. Wenn Dirschka jetzt nachsetzt, dann bricht der Referee gleich ab. Und was wäre das für eine riesen Comeback-Story für den jungen Leipziger? Meine Güte, was ist dieser Kampf bitte für eine Achterbahnfahrt? Und es ist schwierig, nach so einem nerven- und konditionsaufreibenden Kampf noch mal die Kräfte zu bündeln und hier das Finish zu holen. Aber irgendwie kann es Dirschka noch schaffen. Er atmet jetzt noch mal durch, aber was wäre das für eine unfassbare Story? Schlägt hier weiter zum Körper. Noch 3 Minuten in dieser letzten Runde. Muss natürlich nach wie vor aufpassen, weil Silva ist immer noch stark am Boden. Und jederzeit gefährlich, da irgendeine Submission aus dem Hut zu zaubern. Aber allein dieser Knockdown war punktetechnisch extremst wichtig für Dirschka. Denn das lässt darauf schließen, dass die Runde wahrscheinlich schon mit 10 zu 9 an ihn geht. Jetzt setzt er nach. Ellbogen fliegen da. Aber wir haben es gesehen, du hast es angesprochen, Pascal. Ein BJJ-Schwarzgurt in der Guard, immer noch extrem gefährlich. Das ist kein leichter Ausflug hier für Dirschka. Aber da kommt jetzt natürlich Dirschkas Ringerbasis ihm zugute. Er hat eine starke Hüfte, eine gute Balance, kann eben von da oben Druck machen und mit Schlägen seinen Gegner bearbeiten. Er schlägt weiter, bringt die Ellbogen rein, 2 Minuten noch auf der Uhr. Richtig, richtig starkes Duell von den beiden. Dirschka versucht nochmal nachzusetzen. Und jetzt so langsam ist es für Silva do or die. Also entweder muss er jetzt hier eine Submission aus dem Hut zaubern oder Dirschka wird diesen Kampf nach Punkten gewinnen, wenn er ihn nicht schon vorher beendet. Aber wir haben gesehen in der ersten Runde, dass Silva aus allen Ecken, aus allen Situationen mit Submissions glänzen kann. Und vor allem in der Full Guard, wenn man die Hüfte des Gegners noch mit den eigenen Beinen kontrollieren kann, ist das natürlich eine denkbar gute Position, um noch mal einen Armbar oder Triangle Choke, den wir heute Abend auch schon gesehen haben, nämlich von Jake McHugh, aus dem Hut zu zaubern. Aber wir sehen, Dirschka hat den einen Arm von Silva eingeklemmt zwischen seinen Beinen. Macht es ihm dadurch natürlich schwer, sich zu verteidigen. Und hat jetzt noch unter einer Minute und kann hier diesen Sieg eigentlich schon schmecken, ja. Relativ sicher nach Hause fahren. Wenn er jetzt hier diszipliniert bleibt, die Hände eng auf dem Gegner lässt, das Gewicht auf dem Bein lässt, weil jetzt versucht sich Silva noch mal zu einem Beinhebel einzudrehen. Dirschka muss schwer bleiben, Gewicht da drauf bringen, sonst schafft es Silva eventuell da noch mal sich reinzudrehen.
Und da gibt es auch direkt die Antwort bzw. die Retourkutsche von Tirschka. Setzt hier mit einem Schlag hinterher, gibt aber den Rücken auf. Silber nochmal in der Back-Control. Tirschka schaut auf die Uhr und weiß, dass das jetzt ein Spiel gegen die Zeit ist. Noch 10 Sekunden. Da packt er nochmal den Ellbogen aus. Der legt jetzt nochmal richtig los. Tirschka ist absolut im Modus. Wow. Starke dritte Runde von Konrad Tirschka. Ladies and gentlemen, after three rounds, this bout goes to the judges' scorecard. So let's see how the judges score this card. 28-28. 28-27, Tirschka. And 29-27. For the winner by majority decision, Konrad Konni Tirschka!